Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt zu einem neuen Filmchen der Tammy-Maus. Habt ihr schon gehört? Dalgona Coffee ist im Moment in aller Munde und auf jeder Plattform überall zu sehen. Dalgona Kaffee ist eine Spezialität aus Südkorea. Sieht überall megamäßig toll aus auf den Fotos. Und da habe ich mir überlegt, ich will das auch mal machen. Wenn man sich die Zutaten anschaut, kommt das einem Eiskaffee gleich. Und ich möchte jetzt einfach in diesem Test, sage ich mal, mal zeigen, welche Variation ist denn jetzt besser oder was ist anders oder was gefällt mir persönlich besser, weil die Zutaten sind eigentlich fast identisch. Deswegen mache ich jetzt mit euch beide Varianten, einmal Eiskaffee aus dem Thermomix. Das nennt sich ja geeister Milchschaum oder Dalgona Coffee. Was genau das ist, seht ihr jetzt. Und übrigens gibt es heute auch noch ein oder zwei Buchstaben für das Kochbuch der Tammy Maus für das Gewinnspiel. Aber wir fangen jetzt erstmal hier an. Zuerst machen wir diesen geeisten Milchschaum, also Eiskaffee. Und dafür benötigen wir zwei gestrichene Löffel löslichen Kaffee. Dann brauchen wir Zucker, das habe ich mir hier aufgeschrieben. So 25-30 Gramm, je nachdem wie süß ihr das haben wollt. Und das Ganze wird jetzt pulverisiert und zwar 10 Sekunden, Stufe 10. Als nächstes geben wir dazu Eiswürfel. Ich nehme jetzt gar nicht den großen Deckel ab, sondern nehme einfach nur den Messbecher raus und gebe da die Eiswürfel rein. Stück sind 130 Gramm, reicht. Deckel drauf. Jetzt wiederholen wir das Ganze, nämlich wieder 10 Sekunden, Stufe 10. So sieht es jetzt aus. Damit sich das natürlich schön verbindet, schieben wir das jetzt einmal runter mit dem Spatel. Geben jetzt Milch dazu. Und zwar, wie viel nehmen wir denn? 300 Gramm Milch. Ich nehme das da nicht so genau. Und jetzt wird es nur noch mal gerührt und zwar richtig schön schaumig. Für 10 Sekunden auf Stufe 6. Das war's. Oh, jetzt haben wir lecker Eiscreme. Das fülle ich jetzt mal in Gläser. So sieht das jetzt aus. Ich wollte ja nachher den genauen Vergleich haben, dann sollte ich dann auch die gleichen Gläser nehmen, richtig. Also nehme ich jetzt zwei verschiedene, damit wir nachher zwei gleiche Gläser haben. Oh, ein bisschen zu viel. Jetzt geht's weiter. Also das ist jetzt unser Eiskaffee, so wie wir das sonst auch kennen. Der Becher ist jetzt komplett voll Schaum. Das wird sich jetzt aber in den nächsten 2-3 Minuten absetzen. Jetzt machen wir den Dalgona Kaffee bzw. Dalgona Coffee. Denn da kommt fast das gleiche rein. Auch zwei gestrichene Esslöffel löslicher Kaffee.
Man sollte es nicht aufs Messer werfen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Auch da kommt natürlich Zucker dazu. 30 Gramm. Und heißes Wasser. Und zwar 50 Gramm. Da setzen wir dann jetzt auch den Schmetterling ein. Und schäumen das Ganze auf. Und zwar, was habe ich mir hier notiert? 3 Minuten, Stufe 3. Da das jetzt nur der Kaffeeschaum ist, nehmen wir uns 2 Gläser, jeweils mit einem Eiswürfel, und füllen die mit Milch. So 2 Drittel. Zweimal. Und wenn der Kaffeeschaum gleich fertig ist, kommt er oben drauf und dann schauen wir mal. Die 3 Minuten sind rum. Oh, was ist das denn? Wow, mega! Richtig geiler Kaffeeschaum. Das sieht ja toll aus. Yummy, yummy, yummy. Wow. Wow. Klasse. Na, wenn das nichts fürs Auge ist, dann weiß ich auch nicht. Supi! Ein bisschen was fürs Auge, ein bisschen Kakaopulver drüber. So. Löffel rein. Und jetzt haben wir den direkten Vergleich. Schaut euch das mal an. Was meint ihr? Sieht toll aus, oder? Beides, finde ich, sieht toll aus. Ich habe mir jetzt allerdings Gedanken gemacht. Der Eiskaffee ist jetzt fertig zum Trinken. Nur bei dem Dalgona-Kaffee muss man das Ganze noch umrühren. Denn den Kaffeeschaum kann man so nicht genießen, weil der ist halt viel zu stark. Deshalb ist ja unten die Milch drin. Das vermischen wir jetzt gleich. Das mache ich jetzt mal eben. Man sollte die Gläser auch nicht zu voll machen, sonst kann man das nicht so schön verrühren. So, jetzt haben wir das verrührt und jetzt probieren wir das natürlich. Es müsste ja eigentlich identisch schmecken. Prost! Moment, es schmeckt identisch.
anders ist bei dem Eiskaffee, ist der Schaum nicht so stark. Vielleicht muss man das hier noch ein bisschen mehr durchrühren, damit sich das besser vermischt. Wenn man das jetzt natürlich viel rührt, damit es sich besser vermischt, haben wir hier keinen Schaum mehr drauf, auf dem Dalgona-Kaffee. Während wir bei dem Eiskaffee noch richtig tollen Schaum haben. Vom Geschmack her ist es fast identisch. Muss ja auch, sind ja die gleichen Zutaten drin. Vom Schaumlöffeln, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir der Eiskaffee ein bisschen besser. Aber fürs Auge, finde ich, haben beide ihre Vorteile. So ihr Lieben, das war das Filmchen zum Dalgona Kaffee versus Eiskaffee. Macht's nach. Mir gefällt beides. Sieht toll aus, schmeckt toll. Eiskaffee noch ein bisschen mehr mein Favorit, weil man da halt besser den Schaum löffeln kann. Und jetzt verrate ich euch noch zwei Buchstaben. Moment! Es geht nämlich darum, dieses Kochbuch zu gewinnen. Und das ist das Kochbuch Lieblingsrezepte der Termimaus Teil 2. Da sind Rezepte drin, die sind nur von mir, zusammen mit dem Lempertz Verlag, der dieses Buch halt mit mir zusammen rausgebracht hat, haben wir, ja, ich die Rezepte kreiert und der Lempertz Verlag halt hat das Ganze schön ins Buch gebracht, wenn man so will. Davon verlosen wir 8 Stück. Und zwar hatte ich mir diesmal überlegt, wir machen ein Wortspiel, ein Worträtsel. Und zwar habe ich in den aktuellen Videos, die ihr im Moment von mir seht, immer ein oder zwei Buchstaben durchgegeben. Entweder habe ich sie euch gesagt oder ich habe sie irgendwo eingeblendet in einem Bild oder keine Ahnung, irgendwo stecken die Buchstaben. Jetzt gebe ich euch einen Buchstaben. Ach nee, ich wollte ja noch weiterreden. Wenn ihr diese Buchstaben habt, ich sage noch nicht, um was es geht. Ich sage auch nicht, welches der erste Buchstabe ist oder wie viel Buchstaben das Wort hat. Vielleicht findet ihr es selbst heraus. Jetzt gibt es wieder zwei Buchstaben. Und zwar einmal R wie Richard und B wie Bertha. Also R wie Richard und B wie Bertha. Auch diese beiden Wörter, Buchstaben, kommen wieder in das Lösungswort. Wenn ihr meint, das Lösungswort zu wissen, schickt es mir bitte auf meine Facebook-Seite Termimaus aus Friesland. Da ist ein Nachrichten-Button und da könnt ihr mir das Lösungswort schicken. Die ersten 8 richtigen Lösungswörter gewinnen das Buch. Jetzt mache ich mal schnell ein Foto und gehe damit auf die Terrasse, bevor die Getränke zusammenfallen. Nein, solange sie noch so schön aussehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Termimaus. Euer Daumen hoch für toll. Tschüss.